Hallo miteinander, ich grüße zu einer weiteren Folge One Piece Worldseeker. In der letzten Folge sind wir schon hier in Smaragdstadt rumgelaufen, um Musubis Haus in der 5. Straße zu suchen. Ihr seht es oben links. Ich habe es letztes Mal nicht geschafft gegen Ende der Folge. Deswegen laufen wir jetzt hier weiter rum und suchen dieses Haus. Ich weiß noch, große, schwere Holztür im oberen Bereich abgerundet und über der Tür so Lufteinlässe, glaube ich. Worauf ich letztes Mal nicht gekommen bin, ist, dass ich ja hier diese Observationshaki-Wahrnehmung habe. Dass ich das auch einfach mal einsetzen könnte. Ich habe es vorhin schon mal kurz hier gemacht. Ich hätte schwören können. Ich mach's noch mal. Da sehe ich doch was. Da leuchtet doch irgendwas Grünes. Das heißt, das könnte das Haus sein, beziehungsweise die Dame, die ich da suche, in dem Haus. Hab ich die kaputt gemacht, ey? Nee, ne? Ne. Tippitoppi. So. Gucken, ob ich da außen rumgehen kann. Ja, hier wimmelt es natürlich von Soldaten. Mensch, ey. Das kann man nicht kaputt machen. So, Sekunde mal eben. Ich scanne noch mal hier rum. Hier sehe ich auch überall keine passende Tür. Das ist jetzt so der obere Bereich, okay. Ja, es hilft ja nichts. Ich kann eigentlich nur hier rumrennen und weil hier mit dem Observationsding. Den hier zeigt er mir.
Ich glaube, den hat er mir vorhin auch angezeigt. Ich verstehe nicht ganz warum. Hier den Marinesoldaten. So, ich sehe es auf der Minimap unten rechts, Mensch. Ob ich noch im Gebiet bin. Ja, ich schaue nochmal weiter hier. Die Türen passen alle nicht so richtig. Ich meine so... Holztüren gibt es hier unheimlich viele. Die oben rund sind, aber... Diese Lüftungsschlitze, von denen ein Kind letzte Folge erzählt hat, bei der Beschreibung, die habe ich bisher so nicht gefunden. Stehen da welche. Ah, da stand ein Fass um die Ecke. Shit. Der ist cool, der Angriff. Der gefällt mir. Wie man wahrscheinlich merkt. Was zum Teufel zeigt er mir denn da an, dieses Grüne? Ja, jetzt zeigt das mir irgendwie nicht mehr an, ne? Oder? Da. Steht noch so ein Kind. Wow, uns kommt nie jemand unter, der kein Matrose ist. Lebt hier eine Dame namens Musubi? Jupp, das ist Musubis Haus. Die Matrosen können einfach nicht genug von unserem Mittagessen bekommen. Geht es nur um euch? Was ist mit den anderen Inselbewohnern? Alle anderen sind weggezogen, als sich die Marine entschloss, hier die Matrosen einzuquartieren. Wir sind als Einzige geblieben, zum Teil auch, weil sie Mamas Mittagessen lieben. Ah, verstanden. Ist deine Mutter denn da? Mama ist gerade nicht da. Sie sucht nach Zutaten fürs Mittagessen. Wenn du es eilig hast, solltest du sie auf dem schmalen Pfad beim See finden können. Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich hier auch keine Lüftungsschlitze. Oder das Fenster da oben, das soll es sein. Dieses Runde? Keine Ahnung, ey. Ah, okay, darunter muss ich jetzt. Na dann. Besser wir hier links runter. Oh, wer ist er? Yeah.
Shit. Ah, ihn habe ich noch bekommen. Okay, Spezialangriff ist gerade nicht mehr drin. Die sind aber stark, ey. Okay, mal gucken, ob ich die mit einem... Oh ne, die können sogar ausweichen. Was? Okay, der hat gesessen, aber boah ey, Alter. Der steckt da richtig was weg. Der so geht. Okay, jetzt habe ich ihn. Okay. Puh, aber die sind mal ein bisschen besser trainiert als die bisherigen Gegner, ey. Muss ich schon sagen. Okay, da ist Mutti. Jo, moin. Oh ja? Die Lunchverkäuferin Musubi. Ja, ich bin Musubi. Und wer bist du? Ich bin Ruffy. Hast du irgendwo Marineanweisungen gesehen? Genie meinte, du wüsstest vielleicht etwas. Marineanweisungen? Ja, das könnte sein. Wirklich? Super. Sag mir, wo du sie gesehen hast. Jetzt warte mal. Egal, ob du ein Freund von Genie bist oder nicht, ich kann dir nicht einfach etwas ohne Gegenleistung geben. Ich weiß, ich glaube, du kannst mir helfen, Zutaten für das Mittagessen zu sammeln. Könntest du mir bitte 2 spitze Karotten bringen? Gemüse findest du auf dem Feld bei Rubindorf im nordwestlichen Teil der Insel. 2 spitze Karotten also, die bringe ich dir gleich. Ah, geil, ich habe schon 3 von 2. Kann ich dir direkt geben, habe ich mal irgendwo schon gesammelt, scheinbar. Cool. Hast du die Zutaten? Ja. Danke, das ist eine große Hilfe. Jetzt kann ich meinen Kindern morgen ein köstliches Mittagessen machen. Man kann es also nicht gleich essen, schade. Oh, ich will nur sicherstellen, dass meine Kinder was Anständiges zu essen haben. Denn was euch immer in der Zukunft mit dieser Insel passiert, letztendlich sind es die Kinder, die sich darum kümmern werden. Oh, richtig, die Marineanweisungen. Es gibt da eine kleine Höhle, die aus dem See herausragt. Sie sieht aus wie ein Horn. Gestern habe ich dort eine Schatzkiste der Marine bemerkt. Ich habe aber nicht gesehen, was drin ist. Allerdings schlichen sich dort in der Nähe Piraten herum, also gibt es dort vielleicht nichts mehr zu holen. Die kleine Höhle, die aus dem See herausragt. Danke. Warte kurz, nimm dieses Rezept mit. Was ist das? Ein Rezept für mein Spezialmittagessen. Jetzt kannst du es jederzeit zubereiten. Vorausgesetzt, du hast einen Koch. Keine Sorge, wir haben ja Sanji, danke. Hier, bitteschön. Ob es wohl noch mehr davon gibt? Bitte pass auf Genie auf. Sie versucht immer viel zu viel im Alleingang zu regeln. Auf jeden Fall. Okay. Da steht doch schon irgendein Spitzbube rum. Hier sind ja jede Menge Piraten. Vielleicht ist da drüben ein Schatz. Muss erstmal wieder da rüber und da hochkommen, ey. Oh.
gucken, ob das geht. Ach komm. Ja, geil. Wieso kann ich mich denn jetzt hier zum Beispiel nicht hochziehen? Das ist doch doof. Das ist doch echt Mist. Gucken hier vielleicht. Tja, da jetzt unbemerkt hochzukommen, wird schwierig, ne? Okay. Auf einmal stehe ich vor denen. Toll. Okay. Huch, wer bist du denn? Hey, hast du hier irgendwo Schatzkisten gesehen? Ja, es gibt eine in der Höhle. Ich werde sie dir aber nicht einfach so übergeben. Wenn du wirklich Pirat bist, dann versuch doch, sie uns abzunehmen. Okay, direkt mal den Modus hier wechseln. Okay, fängt ja gut an, ja. So, mal gucken, ob der sitzt. Jawollo. Wenn ich den ins Wasser gekickt krieg, dann habe ich einen Sieg, ne? Cool. Ja, ich bin ja in dem anderen Modus, da kann ich ja gar nicht hier durch die Gegend sliden. So, dann krieg ich jetzt hier ein paar Gongs ins Gesicht. Okay. Ja, das ging ja. Bei. Irgendwo gammelt da noch einer rum. Jetzt steht der ernsthaft da unten, oder was? Er steht irgendwie auf dem Wasser, ey. Mann. Okay, wenn ich den jetzt unbedingt hier besiegen muss, dann habe ich ein Problem. Da komme ich nicht mal mit dem Fernangriff dran jetzt. Aber ich glaube, ich kann einfach hier reinrennen, ja. Gib, 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 gib. Wunderbar. Das ist wunderschön. Kann ich ihn hier noch aktivieren? Juwelenfragment, okay. Okay, mein Handy geht. Klack. Was? Ruffy, Sanji hat mir gerade erzählt, dass er eine der Anweisungen gefunden hat. Das habe ich gerade auch gefunden. Klasse, dann sammeln wir sie alle und machen uns daran, sie zu entziffern. Alles klar, ich bin bald zurück. Ich glaube, hier kann ich eh nichts mehr machen. Doch, das Ding kann ich mir noch nehmen. Okay, da muss ich rüber. Da werde ich den Berg wieder nicht hochkommen. Dann laufe ich jetzt hier lang. Gut. Für den habe ich jetzt keine Zeit. Hä? Scooby-Doo? Oh, 200 Meter noch.
So, da bin ich. Gute Arbeit, ihr zwei. Ich werde sie jetzt entschlüsseln. Fertig. Wirklich? Du weißt jetzt also, wo der Schatz ist? Also, das sieht aus wie eine Liste mit Details zu den Sicherheitsmaßnahmen. Hier steht nichts über den Schatz, den du suchst. Ach, ist das alles? Ruffy, zeigst du so etwa deinen Respekt für die ganze harte Arbeit, die Genie unseretwegen in das Entschlüsseln dieser Anweisungen gesteckt hat? Haha, ich weiß, es ist nicht gerade spannend. Es stehen sogar die Namen von Marineadmirälen drin. Admiräle? Die sind hier auf dieser Insel? Noch nicht, aber sie sollten bald ankommen. Wir hatten hier noch nie einen Admiral zu Besuch. Kommen sie her, um dich und deine Crew zu fangen? Oder könnte es einen anderen Grund dafür geben? Wie auch immer, jetzt wissen wir, dass wir besonders vorsichtig sein müssen. Und das alles nur dank dir, meine liebste Genie. Lass mich dir mit einer super süßen Leckerei danken. Komm schon, ich bringe dich zur Sunny. Hä? Danke, ich hatte schon lange nichts mehr. Nichts Süßes mehr. Aber warte, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Süßigkeiten essen sollte, wo die Dinge doch so schlecht stehen. Hä? Genau aus diesem Grund solltest du doch welche essen. Hä? Schritt 1, etwas köstliches Essen. Schritt 2, sich froh und voller Energie fühlen. Schritt 3, der Zukunft mit neuer Entschlossenheit entgegensehen. Ich glaube, dass Musubi sich aus eben diesem Grund so viel Mühe mit dem Mittagessen ihrer Kinder gibt. In diesem Sinne werde ich dir also etwas total Leckeres kochen, das dir tagelang ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Ja, danke. Hey, Sanji, mach das bitte auch. Das ist ein Rezept für ein Spezialmittagessen, das ich von Musubi bekommen habe. Ein Rezept? Lass mal sehen. Erkundungsanfragen, okay. Sprich mit Sanji bei der Thousand Sunny, um Erkundungsanfragen an die Crew auszugeben, damit sie nach Materialien sucht. Im Auswahlbildschirm legst du fest, wer aus deiner Crew auf Erkundungsreise geht. Crewmitglieder haben Vorlieben beim Sammeln von Materialien. Wähle ein Crewmitglied aufgrund des benötigten Materials. Du benötigst Piratenlunchpakete, um... Oh nee, wieder bewegender Text, ey. Du benötigst Piratenlunchpakete, um auf die Suche gehen zu können. Erkundungszeit, Belohnungen und Seltenheit variieren, je nach Art des Lunchpakets. Belohnung und Seltenheit steigen, wenn du dem Crewmitglied ein Lunchpaket gibst. Das ist bevorzugt. Wähle das Lunchpaket mit dem grünen Text aus. Boah, das ist so dumm mit diesem Text, ne? Dass man den nicht einfach selber hoch und runter scrollen kann. Naja, Crewmitglied zur Erkundung losschicken, okay. Schicken wir jemanden auf Erkundungstour. Entscheide dich zunächst für ein Crewmitglied. Wähle diesmal Chopper aus, indem du A drückst. Okay. Lege als nächstes das mitzunehmende Lunchpaket. Boah, ich hasse diesen Text. Es beeinflusst die Erkundungszeit sowie Menge und Seltenheit, bla bla bla, okay. Musubis Mittagessen an Chopper übergeben und zur Erkundung aussenden. Ja. Okay, dann läuft der los und sucht die Zutaten dafür, okay. Das ist wirklich lecker. Ich werde mal versuchen, das auch zu kochen, sobald ich wieder auf der Sunny bin. Ich gebe es Chopper, wenn es fertig ist. Bis später dann, Ruffy. Okay. Ja, haben wir eine Nebenquest abgeschlossen. Sehr schön. Okay, da wäre noch eine Hauptquest. Oh. Ich denke, dass ich dann dahin gehe. Kann man irgendwie sehen? Achso, nee. Das ist halt alles vereinte Strohhüte. An jedem dieser roten Ausrufezeichen, das sind Hauptquests. Da ist dann wohl, wird wohl eins meiner Crewmitglieder festgehalten, beziehungsweise ich kriege da Hinweise drauf, wo ich die finden kann. Ja, damit geht's dann in der nächsten Folge an dieser Stelle hier auch weiter. Diese Folge hier, die ist jetzt am Ende angelangt. Ich sage wie üblich, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.